Die erste urkundliche Erwähnung war im Jahr 1654 und seither ist die Hochdorfer Grundbrauerei in Familienbesitz, mittlerweile in der 11. und 12. Generation. Aus der Region für die Region, das ist für uns schon seit Jahrzehnten Unternehmensphilosophie. Seit den 90er Jahren haben wir in Hochdorf einen eigenen Hopfengarten. Der deckt ungefähr knapp 50% unseres Gesamtbedarfs an Hopfen pro Jahr. Das ist ein Hopfen der Sorte Hallertauer Tradition, ein sehr feiner Aromahopfen, mit dem wir schon bundesweit Preise gewonnen haben. Die Braugerste kommt schon seit vielen Jahren von regionalen Partnern in der Landwirtschaft, die für uns die Sommerbraugerste nach unseren Richtlinien in höchster Qualität anbauen. Unser Brauwasser kommt aus dem Schwarzwald von der kleinen Kinzig. Das Wasser ist sehr weich und rein und deshalb auch hervorragend für unsere Bierqualität geeignet. Die Energie für unseren Betrieb kommt ausschließlich aus Holzhackschnitzeln. Wir sparen da umgerechnet mehr als 300.000 Liter Heizöl pro Jahr ein. Unsere Produktion ist ausgerichtet auf Qualität. Dies bedeutet regionale Rohstoffe, modernste Technik mit hohen Standards, wie beispielsweise Slow Brewing. Slow Brewing bedeutet Brauen mit Zeit für Geschmack. Wir geben unserem Bier Zeit, in Ruhe zu reifen, für einzigartige, charaktervolle Biere. Unsere guten, motivierten Mitarbeiter brauen mit Fachwissen und Leidenschaft unser Hochdorfer Bier.
Bier ist ein über 6000 Jahre altes Kulturgetränk, welches in unserer Gesellschaft fest verankert ist. Für uns bedeutet dies, Tradition wahren und neue, innovative Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel unser Hochdorfer Naturradler. Hier waren wir die erste deutsche Brauerei, die ein solches Radler auf den Markt gebracht hat. Bier ist ein tolles, emotionales Produkt und ich sage immer, wenn es Bier nicht gäbe, müsste man es erfinden. Bier verbindet, Bier ist gesellig und wir als Hochdorfer Kronbrauerei sind sehr eng mit unserer Heimat verbunden. Wir leben in unserer Region und unterstützen diese auch sehr gerne.